Mein Bewerbungsvorgang bei Firma Pfandler ist relativ zügig gegangen. Es ist schnell zu einem Vorstellungsgespräch gekommen, schnell zu einer Einladung zum Schnuppern. Es war sehr angenehm, mit meinem Chef vom Labor das Gespräch zu führen. Es waren auch wirklich alle voll freundlich. Mein Bewerbungsgespräch war da in Firma sehr gut, positiv beeindruckt von der Lockerigkeit von Vorgesetzten. Frühjahr 2019 bin ich da zum Bewerbungsgespräch hergekommen für den Lehrberuf Brau- und Getränketechniker. Hat dann mehrere Runden gegeben. Die letzte Runde war dann eben, was für beide Seiten, denke ich, sehr, sehr wichtig ist, Praktikum, wo halt beide Seiten entscheiden können, ist der Job was für den Lehrling, für mich selber oder aus Firmensicht, da passt der in das Unternehmen rein. Wenn das Probearbeiten quasi positiv abgeschlossen worden ist, weil man ein bisschen zeigen kann, was man eben selber kann, dann sollte dem nichts im Wege stehen, dass man da anfängt. Ich habe mich selber auf das Gespräch vorbereitet, dass ich mich trotzdem mal über die Firma Pfandler genauer nur informiert habe. Seit wann gibt es es? Was macht das Unternehmen, vor allem an dem Standort in Enns in dem Fall? Dass man sich über die Produkte einmal überhaupt Gedanken macht, wenn man zum Bewerbungsgespräch kommt, damit man weiß, was macht die Firma überhaupt oder in welchem Bereich ist sie tätig. Mein erster Arbeitstag bei Firma Pfandler war sehr angenehm. Ich bin herzlich empfangen genommen worden. Die Kollegin vom Labor, die was mich eingeschult hat in den ersten Wochen, war auch sehr freundlich. Ich habe gleich organisiert, dass ich alle Arbeitsmittel habe. Also war eigentlich wirklich super für den ersten Tag. Es gibt für neue Mitarbeiter einen gewissen Einarbeitungsplan, der halt dann abgearbeitet wird. Auch für Leute, die nicht aus der Lebensmittelbranche jetzt direkt kommen, dass halt die ganzen Basics lernen. Was auf jeden Fall nicht schadet, ist einmal eine Laborausbildung. Das heißt, entweder Chemie-HTL zu machen oder die Lehre zu machen vorab. Da ist man schon mal gut aufgestellt. Oder Berufserfahrung in diesem Thema. Als Anlagefahrer, Quereinsteiger, ich saß sehr herzlich genommen, weil ich bin Quereinsteiger, sagen wir so. Und ja, bin ich sehr gut eingeschult vom Personal und ja, gewisse Schulungen haben wir von Tetra Pak, Elopak und sämtlicher Firmen, was sind bei uns. Junge Leute haben bei uns immer gern gesehen und werden gesucht und es gibt verschiedene Lehrberufe, die wir anbieten. Gewisse Verantwortung müssen Sie schon mitnehmen, weil wir sind Lebensmittelproduktionsfirma und ja, Verantwortung muss jeder übernehmen. Wenn man motiviert ist, wenn man Interesse daran hat, kann man bei uns als Quereinsteiger anfangen. Manche von uns haben eine Matura, manche haben studiert. Ich habe eine Lehre zur Lebensmitteltechnikerin gemacht. Aber mittlerweile sind alle herzlich willkommen, die was definitiv Interesse an dem Beruf haben. Flexibilität ist extrem wichtig, da wir im Herbst eine Kampagne haben, wo wir die Früchte direkt verarbeiten. Wir suchen Leute, die zielstrebig sind, genau arbeiten und motiviert sind.